Hey, ich wünsche euch herzlich willkommen zu einer neuen Demo. Wir spielen jetzt Luto, ein spanisches Horrorgame, das optisch und auch vom Gameplay mich so ein bisschen an Visage erinnert hat. Zumindest von den Bildern und was wir so gesehen haben. Ich weiß nicht genau, wann es rauskommt. Ja, das finden wir vielleicht noch raus. Vielleicht steht das ja am Ende. Oder ihr guckt einfach auf der Steam-Seite, die in der Kanalbeschreibung verlinkt ist. Play-Demo. Los geht's. The Choice heißt übrigens die Demo. Also die Wahl. Schön hier wieder diesen Krissel-Effekt. Das kommt immer besonders gut an beim YouTube-Encoder. Okay, oh. Kann man diese Balken ausstellen? Okay, also am Anfang gab es noch einen Hinweis, dass die Performance und auch das Setting, ne, also das, was wir sehen, wird nicht Teil des finalen Games sein. Und auch sonst kann sich noch viel ändern. Deswegen schauen wir mal rein. Aber ich glaube so langsam, ich guck mal eben unter Grafik rein. Resolution, Fullscreen, ne. Also viel können wir da leider nicht mehr ändern. Also diese dämlichen Balken scheinen drin zu sein. Das soll natürlich diesen Filmcharakter wiedergeben, aber ich finde es eigentlich ehrlich gesagt ziemlich störend. Na gut. Können wir ihn testen? Schade. Das wäre jetzt, also dann hätte das Spiel sofort mein Herz gewonnen. Können wir wenigstens wischen? Auch nicht. Ja, aber es sieht optisch schon fotorealistisch aus, würde ich sagen. Das geht in die Richtung, ja. Können wir hier reinzoomen? Ja, können wir. Sehr gut. Rechte Maustaste. Ich hätte mir natürlich auch die Controls angucken können, aber ja, so bin ich halt, ne? Okay, Notizbuch. Hier haben wir wieder die PT-Pillen, ne? Also auch Visage war ja stark wieder von PT beeinflusst. Oh, das sieht schön aus. Okay, es ist schon mal nicht nachts. Das ist schon mal ein Bonuspunkt. Es ist nicht in der Nacht. Gut. Aber wir haben einen Affen gefunden, der so ein bisschen aussieht wie ein Teletubby. Was war das? Was hat da gekratzt? Ich glaube, das ist irgendwas anderes. Ja, es ist doch, also... Es ist schon schön. Die Bilder sind ein bisschen komisch. Taschenlampe haben wir nicht. Hier kommen wir nicht rein. Licht können wir nicht anmachen. Ist ein bisschen hakelig alles. Es könnte ein Kinderzimmer sein. Also auf jeden Fall sehr, sehr liebevoll gemacht alles. Das muss man schon zugeben. Muss man schon wertschätzen. Obwohl, hier sind auch Aufkleber an der Tür. Ja gut, könnten zwei Kinderzimmer sein. Ich kann nicht rausgucken. Das stört mich ja schon ein bisschen. Ich höre immer irgendwas, aber vielleicht bin ich das auch selber. Es ist relativ leise. Okay, das berühmte Sideboard oder wie das Ding heißt. Vitrine. VHS-Kassetten. Da ist was rausgerissen. Noch mehr Tabletten. Ein Buch mit ein paar Notes. Vasen. Kein Radio. Da ist das Radio. Okay. Ah, wir sind oben. Aber natürlich hängt auch hier so ein großer Kronleuchter, ne? Der schön schwingen kann oder auch nicht. Ich glaube, das ist extra. Ja, da war es wieder. Ich weiß nicht, was das für ein Geräusch ist. Na gut, gucken wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Auf jeden Fall viele kunstvolle Bilder, die hier so rumliegen. Ne? Auch noch Videokassetten. Ja, ich glaube, Visage passt da als Referenz ganz gut, weil das auch, obwohl hier steht 2011. Ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen... Mein Gott, diese Vorhänge, wie sanft sie da wehen. Das ist einfach schön. Kann ich stundenlang angucken. Super. So, was haben wir hier? Ein Bild. Eine Zeichnung oder ein Bild von einer Tür mit zerbrochenen Bars. Balken? Hä, was war das? Habe ich das mitgenommen? Inventar, I. Okay. Okay, wir haben die Zeichnung mitgenommen. Ich weiß nicht, wofür wir sie... brauchen, aber wir werden es vielleicht herausfinden.
Telefon klingelt. Unten, wie es scheint. Das heißt, ich muss jetzt runterhetzen und kann mir das hier nicht... Oh, guck mal, mit der Sonne. Kann mir das nicht in Ruhe ansehen. So, von der Einrichtung würde ich aber fast sagen 80er. Oh. Hallo? Hey, how are you? Are you doing better? It's been a while since, you know. Yeah, I'm trying to give you space. But of course, if you need me, just say something, okay? I'll come and get you. So, please. Okay. Hallo, wie geht's dir? Ich hoffe schon besser. Ich weiß, du wolltest deinen Platz oder Zeit für dich haben. Was? Dieses Geruckel geht mir auf den Sack. Also, wenn du irgendwelche Hilfe brauchst, dann komme ich vorbei und hole dich. Können wir was anrufen? Nein, 11? Ich weiß gar nicht. Okay, lassen wir das mal. Cool, dass du eine Nummer wählen kannst. Ich weiß gar nicht, wie die Notrufnummer in Spanien ist. Do not stare at him. Starr ihn nicht an. Was zum Teufel? Oh, das Haus war so schön. Jetzt sind wir doch wieder in so einem dunklen Raum. Das gefällt mir nicht. Das sieht sehr geisterhaft aus hier. Könnte mir fast vorstellen, dass wir dich öfter sehen. Aber da hinten liegt eine Taschenlampe. Ja, also grafisch macht das auf jeden Fall was her. Sehr schön. Pickup. F für Flashlight. Wir bleiben uns treu. Gehen wir mal hier in dieses schöne Zimmer. Es ist wirklich ein Kinderzimmer. So. Okay, das ist ein Gremlin? Ist das ein Gremlin? Oder liege ich da jetzt komplett daneben irgendwie? Das sagt mir gar nichts. Superman, ja. Einige Bücher hier. Ein Superman, der durchgestrichen ist. Ein Regenbogentunnel. Mit einem Zauberer. Oh, ich liebe das ja, solche Bilder zu deuten. Also ein Tunnel, ein Panda-Bär. Wie die Vögel heißen, weiß ich nicht mehr. Die sind auch auf der Haribo-Packung. Paradiesvogel ist es nicht. Ah. Was ist... Der Tod. Ein Krankenwagen. Okay, vielleicht ist jemand gestorben oder so. Oh, oh, okay. Warte mal. Ja. WSAD Navigate, Enter Select. Ja. Okay. Ich muss mal gucken. The path is open. Der Pfad ist frei. Who is calling? Wer ruft an? The drawing should not be in that box. Das ist the call. Der Anruf, das ist die Geschichte. So hat das Spiel angefangen. The hallway is full of boxes from the move. Der Flur ist voll mit Kisten vom Umzug. Das Bild gehört da nicht hin in die Kiste. Dann kommt der Anruf. Nirgendwo. Chains? Also Ketten? Das ist nicht ein normales Haus. Warum riecht hier alles nach Eisen? Und der Pfad ist jetzt offen. Ah, hier sind noch mehr Bilder. Hinter diesen Bars, Riegeln, liegt ein dunkler Ort. Man kann sich einfach verlaufen. The Choice. 074. Vielleicht ist das eine Nummer, die wir anrufen können. Kann ich gleich mal ausprobieren. All because
of this unwanted gift. Alles nur wegen diesem unerwünschten Geschenk. Was liegt hinter dem Licht? Zwischen Fremden laufen. Ich glaube, ich will es zurückgeben. Links oder rechts? Welche Wahl wird die gute sein? Um glücklich zu sein. 074. Neuer Film. Ach, es geht um Filme. Deswegen auch die Videokassetten. Deswegen auch die Balken hier oben und unten. Mein Gott. Okay. Das ist Fuchur hier. Zurück in die Zukunft. Nein. Die unendliche Geschichte. Das ist hier Exorzist. Das sagt mir gerade gar nichts. E.T. Poltergeist, glaube ich. Beetlejuice. Weiß ich jetzt auch nicht. Hier dieser Hai. Jaws auf Englisch. Der weiße Hai. Was ist da unten? Da ist Zurück in die Zukunft. Hier. Mit der Filmkamera und der Fernbedienung und der Zeitmaschine. Ja. Sehr schön. Also alles irgendwie Filmklassiker. Alien. Batman. Ein Schloss. Oh, Captain, my Captain. Hier. Club der Toten Dichter. Godzilla. Sehr cool. Hier. Scream. Da gibt's auch einen neuen Teil. Scream 5 oder so. Mein Gott. Mit Originaldarstellern. Okay, die Nummer wollte ich wählen. 074. Aber welcher Pfad ist jetzt frei? Der da? Scheinbar ja nicht. Starr ihn nicht an. Oder war das der Pfad? Okay, das hat nichts gebracht. 074 ist es schon mal nicht. Okay, wir waren gerade da oben und sind runtergegangen, aber ich weiß nicht. Es ist alles schon ein bisschen anders, oder? Sind wir hier runtergegangen? Ne, das ist die Haustür. Okay, ich gehe mal in die Richtung. Oh! Ah, das ist die Tür mit dem kaputten Rahmen, heißt das wahrscheinlich. Bars. Okay, ich weiß nicht, ob ich da wirklich hingehen will. Ich gehe erstmal zurück und guck, was hier noch so ist. Weiß gar nicht, war hier die Taschenlampe? Hier ist einfach alles voller Müll. Das ist unendlich hoch hier. Aber da oben gibt es auch ein Geländer oder so. Koffer sind hier. Ah. Ein Bild. Eine Zeichnung von einem blauen Geschenk. Wir nehmen es mit. Okay, den Fernseher. Können wir irgendwas machen? Vielleicht müssen wir eine Videokassette finden, um die hier einzulegen. Boah, ist das übel. Hier steht noch ein Fernseher. Eine reiche Familie mit zwei Fernsehern. Okay, die ist zu. Dann können wir hier noch rein. Vielleicht liefern das Geschenk erstmal ab. What lies behind the light? Okay, select. Go back. Warte mal, navigate. Können wir das nehmen? Ist das richtig? Keine Ahnung. Ich hänge es erstmal dahin. Zur Not können wir es ja bestimmt wieder wegnehmen. Okay, hier ist auch nur Müll. Da ist einfach zu. Okay, Treppe rauf geht nicht mehr. Keine Chance. Gehen wir mal
da rein, wa? Oh, Strom, gefährlich. Gefährlicher Strom. Da ist eine Videokassette. Wie kommen wir denn da hin? Die Stromkabel sind damit verbunden. Ist ja ein bisschen gefährlich, ne? Das blaue Geschenk. Ich meine, die Videokassette ist blau. Also wie das Geschenk? Ist das vielleicht nur ein Symbol? Welchen Pfad wirst du gehen? Oh Gott. Rechts oder links? Ich gehe mal hier lang. Zumindest kommen wir so wieder hoch, irgendwie. Eine CD. Steam steht drauf. Luto-Demo. The Choice. Das Spiel. Witzig. Okay. Jetzt sind wir oberhalb des Telefons, aber... Oh, das Auge? Können wir durchgucken? Das scheint doch die andere Seite zu sein, oder? Da liegt dann noch ein Bild. Aber wir kommen nicht vorbei. Das Auge. Was hat das mit dem Auge zu tun? Kann man eigentlich in diesen Schrank? Kann man irgendwie aufmachen? Nee. Okay. Puh, dann gehen wir mal hier lang. Ah. They are no longer here. Sie sind nicht mehr hier. Wer ist nicht mehr hier? Und warum muss ich in den Keller? War das ein Raumduft-Dingsbums? Batterie betrieben, das immer wieder sprüht, oder wenn man bewegt? Hier ist ein Kind neben Superman rausgeschnitten. Vielleicht das Kind, das auch Superman gezeichnet hat. Da ist wieder dieser Regenbogentunnel. Hilfe. Ich bin verloren. Hilf mir. Es gibt keine Entkommen her. Such dir woanders Hilfe. Das ist ja nicht sehr freundlich. Okay. Irgendwas, was wir hier in die... Ah. Pick up. Wie soll ich dir denn helfen? Ich nehme gleich die Batterien raus. Es wird immer lauter. Können wir jetzt da rein? Oh Gott, ist das... Gut. Vielleicht müssen wir dieses Help-Bild auf die...
Gänsehaut. Die Tür ist jetzt auf. Okay. Ich weiß, ich soll in die andere Richtung gehen. Aber ich will mal gucken, was hier ist. Ein endloser Gang. Immer wieder diese Stäbe. Ein Gefängnis. Mein Haus ist ein Gefängnis. Ja, ich verstehe schon. Wir sollen da in diese Tür gehen. Okay, der klassische Türklopfer. Alter, sieht das gut aus. Sieht das gut aus. Okay. Sei vorsichtig, diesem Ort. Ist einfach, zieh dich einfach rein. Okay, das Spiel ist grandios. Wenn diese scheiß schwarzen Balken nur nicht wären. Ich renne mal. Okay. Wir sind wieder hier. Ne, es ist ein anderer Gang. Wir sind auf jeden Fall hier, wie hier, wo, hier, wo wir rausgekommen sind. Wo uns das Gespenst erwischt hat. Aber so ein gut animiertes Bettlaken habe ich noch nie gesehen. Das ist ja der Hammer. Einfach nur der Hammer. Also, das Spiel hat Potenzial. Das, seht ihr das auch so? Könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben auf dem Video lassen. Das würde mir wirklich helfen und mich sehr freuen. Also, wenn ihr meint, das Spiel taugt was, like it. Okay, wir sind hinter dem Kinderzimmer. Das ist ja crazy. Es ist ein wie heißt das? Detektivspiegel? Polizeispiegel? 522. Zeichnung eines dunklen Pfades. Aufnehmen. Dinge, die er mag. Filme, Zeichnungen, Dinosaurier, Horror, seltsam, Jungs, Schmerz, his dog, sein Hund. Oh, guck mal, die S hier. Was steht hier? Stop watching me. Hört auf, mich zu beobachten. Warum hasse ich dich? Niemand will mit dir spielen. Jedes Mal, wenn ich dich ansehe, bist du glücklich. Warum? Das ist nicht, woran ich mich erinnere. Sissy Boy, also Weichei quasi. Die Scheidung war deine Schuld. Er sieht mich an. Ich vertraue dir. Dein Bruder ist gestorben und er hasst dich. Selbst verliebt. Ja, egoistisch, heißt selfish. Fett. Gross, ekelhaft. Ungrateful, undankbar. Warum ich? Und überall dieser Kreis. Woran ich mich erinnere. Guck mal, irgendwie. F, Reed, okay. Das ist, woran ich mich erinnere.
Er hat nichts Eigenes mehr seit einer langen Zeit gezeichnet. Er zeichnet einfach nur die Filme, die er mag, immer wieder und wieder. Ich verstehe immer noch nicht, warum er so zeichnet. Also das zeichnet. Es passt nicht, oder auf die Art und Weise zeichnet. Es passt nicht zu seinem Alter. Er scheint irgendwie in der unleserlichen Vergangenheit festzustecken. Er sieht glücklich aus, aber warum? Er wurde allein gelassen und keiner schenkt ihm Aufmerksamkeit. Nach all dem, was er durchgemacht hat, sollte er eigentlich heulen. Das ist das, woran ich mich erinnere. Sieht aus wie Mini-Videokassetten hier. Nee, es sind Anspitzer. Okay. Mini-Videokassetten. Oh Gott, ja. Der Klassiker, ne? Da habe ich einen klassischen Schaui gebaut hier wieder, ne? Okay, wir sind wieder hier. Wir haben zwei neue Bilder. Ich glaube nicht, dass das Bild dahin gehört. Ich glaube, wir müssen es wieder wegnehmen und müssen diese Zahl dahin machen. Und das Geschenk? Left or right? Das ist das hier. Da kommt left or right hin. Weil da haben wir links und rechts zwei Treppen. 074522. Rufen wir mal die Nummer an. Ich hoffe, das war's jetzt auch. Ich glaube, das war's, oder? I spine with my little eye. A little thing. A little. I spine with my little eye. Okay, ich spioniere mit meinem kleinen Auge eine kleine Sache mit meinem kleinen. Das könnte jetzt oben sein. Das könnte jetzt Bezug auf das Auge nehmen, wo wir durchgucken müssen. Ich gucke mal, ob hier jetzt die Tür aufgeht. Müssen wir da vielleicht durch das Schlüsselloch gucken? Nee. Also ich würde jetzt sagen, wir müssen hoch zur Tür und durch das Schlüsselloch gucken. Nee, hier ging's lang. Weil irgendwie müssen wir an die Videokassette kommen. Vielleicht fällt hier ein... Hier, hier ist auch das Auge. Boah, wir müssen bestimmt durchgucken. Was liegt denn da? Ist das ein Socke? Das sind Socken. Ist ja widerlich. Okay, hier liegt noch mehr Wäsche. Ich möchte da gar nicht durchgucken, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass wir gejumpscared werden. Aber wie kommen wir da hin? Okay, ich gucke durch. Ich gucke durch. Siehst du? Ich hab's dir gesagt. Ich wusste es. Dein Traum wird fehlschlagen. Dein Traum ist fehlgeschlagen. Falling. Das war definitiv der Raum und das Video, das jetzt da unten liegt. Hauptsache, wir sehen Lucky nicht mehr. Eigentlich müsste das Spiel Lucky heißen und nicht, wie heißt das nochmal? Ich hab's vergessen. Lupo. Ludo. Ein blaues Videotape. Flashlight, Blue Videotape. Was haben wir bei den Notes? I am lost. Okay, alle Notes nehmen wir mich. Das ist sehr schön, sehr gut organisiert. Ich mag es.
glaube, das ist der Raum mit dem Videogerät. Dem Videogerät. Yes. Okay, die Ecke mit dem Müll. Da liegt etwas in der Ecke. Ein weiteres Videotape. Oder ein Gegenstand. Die Kiste, die irgendwo steht. 7, 2, 5. Das Geschenk. Sieben, zwei, fünf. Das muss ich mal aufschreiben. Mehr zahlen wir da ja nicht, ne? Okay, wo war diese Müllecke? Da stand irgendwie so ein Balken. Wir hatten zwei Müllecken. Hier war eine. Das könnte es gewesen sein, ja. Da, siehst du? Muss ich den irgendwie zur Seite ran? Ah. Ein Schlüssel mit einem Dreieck. Okay, warte mal. Die Dreieckstür, wo war die denn? Die war in dem Raum mit dem Radio. In dem Radioraum. Und der Radioraum war im Keller. Und der Keller war hier. Also es hat definitiv Visage-Feelings. In jeder Hinsicht. Man hat die ganze Zeit dieses beklemmte Gefühl und der Geist, der... Das ah, hier ist dieser Hallway. Da war der Geist. Der Geist ist wirklich... Also der war... Also... Wenn wir den warum pfst du jetzt hier? Es ist anders hier. Es sind jetzt Kerzen an. Okay, es geht weiter runter. Das ist jetzt wahrscheinlich der echte Keller. Look down. Nothing. Sieh runter. Nichts. Look up. Nothing. Sieh hoch. Nichts. Nur Ketten. Also ich weiß jetzt nicht, ob es hier noch andere Hinweise gab oder so. Von da gerade gekommen. Wir können nicht mehr zurück. Okay. Wieder diese kaputte Tür. Die sollen wir durchschreiten, ja? Ja? Das Haus ist auf jeden Fall auf einem stabilen Fundament gebaut. Also doch, ja, doch. Kann man nicht meckern, ne? Okay. Ich würde fast wetten, dass wir auf der anderen Seite der Hallway rauskommen. Junge, du bleibst ja sitzen, oder? Shit, ey. Oh, nee. Die Kiste. Wir brauchen vier Buchstaben. 7, 2, 5. Was war das letzte?
muss da leider Brute forcen. Nein, 7. Oder war es 0725 oder sowas? Dann müssen wir muss ich klicken. Es kann natürlich auch 072, also ich kann vielleicht auch die erste Zahl verpasst haben. Versuchen wir das nochmal. Bin ich ziemlich sicher, dass die letzten... Ah. Bleib bloß sitzen, du! Ein Schlüssel mit einem Viereck-Emblem. Okay. Hat sich das Brute Force ja gelohnt. Was haben wir hier schönes? Ein Mini-Sandgarten. Das ist toll. Ich glaube, das ist so ein asiatisches Ding. Das macht man in Asien, glaube ich. Ganz gerne. Wir sind tatsächlich... liegt noch ein Brief? Ein Bild. Candlelit Corridor. Hier unten ist auf jeden Fall, da ist das Telefon. Siehst du, da? Wir sind jetzt tatsächlich oben. Also dieses Haus ergibt auch logisch keinen Sinn. Ah! Oh Gott! Oh mein Gott! Okay. Nice one. Oh, hier ist wieder der Affe. Das Spielzeug. Oh. Warte mal. Warte mal, der saß da. Müssen wir hier lang? Bin ich von hier gekommen? Nee, da ging es noch weiter. Ich glaube, ich bin von hier gekommen. Ich bin von hier gekommen, oder? Ich muss das mal eben checken. Auf jeden Fall geht's da nicht weiter. Ja, ich bin von hier gekommen. Ey, null Orientierungssinn. Okay. Oh, muss ja vorsichtig sein, ne? Sieht nicht mehr so gut aus. Es bröckelt. Bröckelt. Okay, wir sind wieder beim Fernseher. Aber wo ist die Tür, für die ich jetzt den Schlüssel bekommen habe? Vielleicht hier irgendwo. Ich liefere erstmal das Bild ab. Irgendwas hat sich jetzt verändert. Ist das? Walking among strangers, I think I want to give it back. Ich glaube, ich will es zurückgeben. Ach, das Geschenk. Hier. Nee, da sind wir hergekommen. Die Tür ist jetzt auf. In den Ausgang freigeschaltet. Brauchen wir dafür den Schlüssel mit dem Viereck? Ich will nur mal gucken, ob nicht doch noch irgendwo eine Tür war. Mit Viereck, mit dem Viereckschlüssel. Vielleicht in diesem Gang hier. Nee, warte, hier war gar kein Gang. Kann ich mich selber eigentlich sehen? Ich sehe mich nicht. Ich sehe den Raum auf der anderen Seite, aber ich sehe mich nicht. Ich stehe quasi direkt vorm Fenster.
Wofür brauche ich diesen Schlüssel? Runter will ich eigentlich nicht nochmal gehen. Ich versuch's einfach in der Tür. Der beleuchtete Gang. Hey, Freunde. Die Wahl. Ich habe das Geschenk nicht gefunden. Rechts oder links? Kann ich nochmal zurück? Ich frage mich gerade echt, wo dieser andere Schlüssel. Ich habe den Schlüssel ja noch mit dem Viereck, oder? Key with Square Emblem. Da muss es noch irgendwas geben. Wahrscheinlich endet die Demo hier, aber es muss noch irgendwas geben. Irgendwo muss es noch eine Tür geben. Ich weiß nicht mal, wie ich in diesen Raum zurückkomme. Hier auf jeden Fall nicht. Ich suche diesen Gang, wo das Gespenst mich angegriffen hat. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Aber hier kann man auch nicht mehr zurück, ne? Ich glaube, ich muss vielleicht durch diesen Observation Room oder so. Ich müsste in diesen Keller, weil da war doch irgendwo dieses Geschenk, oder? Ich gucke aber trotzdem erstmal hier und dann gehe ich in den Keller. Ob hier noch irgendwo eine Tür ist? Das ist der Gang, oder? Gibt es hier eine Tür? Mit einem Square drauf? Da ist zumindest eine Tür auf. Da bin ich rausgekommen. Da geht's in den Keller. Geht's runter, okay. Bevor ich runtergehe in den Keller. Scheiße. Komm ich da überhaupt weiter? Gab's keine Tür, die ich öffnen konnte. Ich weiß nicht, wofür der Schlüssel ist. Vielleicht muss ich aber auch einfach weitergehen, aber ich befürchte, die Demo ist dann zu Ende. Dann sind wir wieder oben. Verrückt. Okay. Wir mal unsere Wahl. Ich weiß nicht. Nehmen wir den rechten, nehmen wir den linken. Warte mal, vielleicht muss ich noch mal im Kinderzimmer gucken, wie, wenn ich mich ans Drehbuch halte.
Left or right? What's which choice will be good one? To be happy. Hoch! Okay, hoch. Rechts oder links? Hoch ging's ja links, also würde ich links nehmen, weil links ging's ja die Treppe hoch. Wenn wir das quasi produzieren auf den Hochuntergang, den wir hatten, also würde ich links nehmen. Links war deutlich glücklicher. So wirkte es zumindest. Ich muss ein Geschenk dahinlegen. Wo ist denn das Geschenk? Ich muss noch durch irgendeine Tür. Ich muss diese Square-Tür finden. Aber wo hä? Hier? Nee. Vielleicht muss ich mir das Video nochmal angucken. Hier ist noch eine Tür. Ah! Hier ist eine Tür. Okay. Das ist so schmerzhaft. Hättest du da nicht hingehen sollen. Was für eine Wahl haben wir denn, hä? Es tut mir leid. Okay. Der Keller. Hier irgendwo muss das Geschenk sein. Wir müssen das Geschenk holen. Und dann nix wie weg, ne? Ich will euch schon mal vorwarnen, wahrscheinlich kommt gleich Lucky um die Ecke. Siehst du? Es war einfach der perfekte Moment. Erstmal weg von Darky. Okay, geht nicht. Was haben wir schon für eine Wahl, hä? Okay, wir könnten hier durch, wir könnten da durch. Okay, ist ein ziemliches Labyrinth. Gibt es irgendwas, woran wir uns orientieren können? Das blaue Geschenk. So sieht der Ort doch gleich viel freundlicher aus. Jetzt müssen wir nur den Weg zurückfinden, ne? Klopft einer. Hier geht's hoch. Oh mein Gott.
Oh nee. Oh nee, nee, nee. Oh no, no, no. So, jetzt die Frage. Links oder rechts? Der ganze Spaß, nur um am Ende vor einer Wahl zu stehen. Aber ich habe gesagt, ich habe meine Wahl bereits getroffen. Ich werde den linken Weg nehmen, weil es dann nach oben ging zu den Filmen. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Vielleicht hätte ich auf dem... Muss ich auf dem Video gucken, ob links oder rechts. Ich muss aufmerksam sein. Ich muss doch mal gucken. Das mache ich jetzt nochmal. Vielleicht gab es da einen Hinweis, ob links oder rechts. Weil im Prinzip war das ganze Spiel in diesem Video beschrieben, so ein bisschen. Inklusive Code. Da können wir mal gucken, ob das wirklich der Code war. Da ist der Schlüssel. Okay. Da war aber keine Zahl. Die Kiste. Ach da, 1. 7. 2, 5. Okay. Da ist der Keller. Der Keller. Der Keller. Wir gehen durch den Keller. Wir finden das Geschenk. Das Geschenk. Die Tür. Die Tür mit dem Zettel. Okay. Gibt aber keinen Hinweis. Ob rechts oder links. Gut, komm, links. Ich bleib dabei. Ich habe alles versucht, die richtige Lösung zu finden, aber vielleicht gibt es auch gar keine richtige Lösung. Vielleicht ist jeder Weg der falsche oder der richtige. 5. Was kann dieses 5 noch bedeuten? The choice. 1, 2, 3, 4, 5. Wenn ich durchzähle, komme ich auch auf links. Ich wollte links lang. Ich wollte... Okay. Hilfe, ist das ein Witz? Nur ein Weg? Es ist egal, wo lang. Habe ich gewonnen? Gibt es einen Ausweg? Entscheidung, Wahl? Es gibt keinen Ausweg, es gibt keine Wahl. Die Tür, die wir gesehen haben im Video, alles führt immer zum selben Schicksal. Ja, das so kann man auch arbeiten, ne? Mit der Enttäuschung. Hast du es verstanden, Smile? Okay. Wir sind wieder hier. Da, wo alles angefangen hat. Genau hier. Nur, dass das Bild natürlich fehlt. Bleib bloß stehen, du. Ich will raus. Okay, wir haben keine Wahl. So what are you going to do? Was wirst du tun? Have you made up your mind? Hast du dir Gedanken gemacht? I can help you with the move. I have the weekend off, so I will come to your place, okay? Ich helfe dir beim Umzug. Ich habe das Wochenende frei, also werde ich zu dir kommen, okay? Choices. I assume you can make them.
It's hard to make a choice if deep down you don't think it's going to matter. Because of course, you chose to be out there. Didn't you? Okay. Eine Wahl zu haben ist manchmal schwierig. Du denkst, du hast keine, aber du hast doch dennoch. Es scheint, als ob es keinen Unterschied macht, aber du hast dennoch dich entschlossen, da rauszugehen. Wir sind wieder da. Da, wo das Spiel die ganze Zeit gespielt hat. Ich habe dich gewarnt. Vielen Dank fürs Spielen. Luto heißt es. Du kannst Luto auf deine Wishlist machen. Alles klar. Go to Main Menu, Exit to Desktop. Gehen wir mal ins Main Menu. Ja, grandios. Wirklich mal eine klasse Demo. Absolut spannend. Ich werde das Projekt verfolgen. Tatsächlich habe ich weniger erwartet. Ich dachte, es wäre wieder ein PT-Klon, aber ich finde, das kommt wirklich schon an das Niveau von Visage ran. Es könnte was werden. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und die Demo ist kostenlos. Ihr könnt sie auch mal spielen. Vielleicht entdeckt ihr ja noch was. Ein bisschen schade mit den Balken, aber na gut. Vielleicht kann man das noch einstellen in der finalen Version oder in einer zukünftigen Demo. Aber ja, ich bin gespannt und ich hoffe, ihr seid es auch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.